Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Prehistoric Kingdom. Seit gestern Abend ist das Update 9 draußen und dieses bringt einige Neuerungen ins Spiel, die wir uns jetzt mal gemeinsam angucken werden. Unter anderem eine neue Karte. Das ist die Tansania-Grasland-Karte. Also eine afrikanische Karte. Und passend zu dieser neuen Karte und dem neuen Grasland-Biom bekommen wir auch insgesamt 9 neue Pflanzentypen. Einige seht ihr hier schon. Gräser, Büsche und auch Bäume. Die findet ihr natürlich hier beim Terraforming. Und dann könnt ihr hier auf die Vegetation gehen. Und dann hat man als allererstes so eine grobe Unterteilung, was ich sehr, sehr gut finde. Da kann man dann halt einfach so eine Gruppe von Pflanzen direkt platzieren mit dem Pinseltool. Damit kann man dann Gehege halt super schnell gestalten. Das mag ich sehr gerne. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante, ja, mit vielen Büschen und auch Bäumen. Gräser sind auch dazwischen. Es gibt dann auch noch hier eine zusammengefasste Variante ohne Bäume. Aber auch viele Gräser. Ja, da sind dann auch eher so kleinere Gräser noch dazwischen. Und dann gibt es auch noch die trockene Savanne. Sieht jetzt noch gar nicht so trocken aus. Aber das liegt daran, dass wir noch nicht den richtigen Untergrund haben. Aber hier sind dann halt auch eher so ausgetrocknete Pflanzen, sage ich mal. So in gelblichen Tönen oder beigen Tönen. Damit ihr das besser sehen könnt, mache ich mal hier einen trockenen Untergrund unter. Und dann sieht das auch gleich viel trockener aus. Das sind sozusagen jetzt die 3 verschiedenen Gruppen, die man direkt platzieren kann. Allerdings kann man sich natürlich auch die ganzen Pflanzen hier selber auswählen. Das sind jetzt hier alle, die aus dem Biom Savanne sind. Also hier ist das Biom... Ah, nee, Grasland, Entschuldigung, Savanne. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Aus dem neuen Grasland-Biom sind die. Die sind nicht alle neu, aber insgesamt sind davon 9 Stück neu dazugekommen. Welche das genau sind, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr könnt dann halt hier auch eure eigene Gruppe erstellen, sozusagen mit Pflanzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel nur diese trockenen Dinger nehmen. Und dann kann man die auch pinseln. Dann vielleicht ein paar Bäume dazwischen. Wie man halt möchte, das kennt ihr ja schon. Aber so auf den ersten Blick finde ich die neuen Pflanzen wirklich sehr, sehr gut. Gerade das Trockene gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind, mache ich mal ganz schnell hier gemeinsam mit euch ein Gehege. Das geht nämlich im Prehistoric Kingdom wirklich schnell. Dadurch, dass man halt diese Gruppen hat, kann ich halt jetzt einfach das hier auswählen. Und dann einmal hier grob ein bisschen überpinseln das Ganze. Und dann mache ich noch so ein bisschen den Untergrund. Einmal ein bisschen sandiger. Dann kann man das natürlich auch noch mit einer anderen Untergrundstruktur so ein bisschen vermischen. Und dann hat man schon grob quasi ein Gehege fertig. Das ist jetzt ein bisschen viel von der Intensity. Aber das finde ich immer wieder beeindruckend bei Prehistoric Kingdom, wie gut das funktioniert mit diesen Brushes. Dass man halt schnell ein Gehege einigermaßen gut gestaltet. Weil dafür, dass es jetzt nur ein paar Sekunden Aufwand war, sieht es gar nicht so doof aus, oder? Also die Pflanzenauswahl und Platzierung sieht schon echt gut aus. Und dann kommen wir auch schon zu den 4 neuen Spezies, die durch das Update 9 ins Spiel kommen. Als allererstes fangen wir mal mit dem Highlight für mich an, nämlich dem Spinosaurus. Der ist vermutlich für viele von euch ein Highlight. Ich glaube, der ist auch paleo-akkurat, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr aber gerne mich korrigieren in den Kommentaren, falls ich da irgendwie was Falsches erzähle. Weil die weibliche Variante unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht. Aber es gibt hier auch noch verschiedene Skins. Sehen alle sehr interessant aus. Oh, guck mal, hier sind sogar männlich und weiblich unterschiedlich. Männlich ist ein bisschen farbenfroher. Das ist auch der einzige Skin, wo ich einen Unterschied sehe. Ja, ich würde jetzt einfach mal 2 Stück ausbrüten. Und dann können wir die schon ganz einfach platzieren in unserem neuen Gehege. Ich habe jetzt mal insgesamt doch 3 gemacht. Ja, und da haben wir den neuen Spinosaurus. Sieht doch schon mal echt gut aus.
macht schon mal tiefe Sounds. Oh, jetzt hat er sich gerade mal auf alle Viere gestellt. Das möchte ich mir natürlich auch angucken. Das finde ich auch sehr cool, dass er das kann. Er kann halt auf zwei Beinen laufen, aber sich auch mal vorne abstützen mit den Vorderarmen, sage ich mal. Ja, guck mal, jetzt gehen sie auch fressen. Da gönnen sie sich so ein bisschen Fisch. Ich glaube, der Fischfeeder ist auch neu, also dass man da Fisch auswählen kann. Ich bin mir da gar nicht sicher. Es ist echt so lange her, dass ich Prehistoric Kingdom gespielt habe. Was eigentlich echt schade ist, weil das Spiel echt gut aussieht. Und man hat hier so viele Möglichkeiten, was zu bauen. Also vielleicht mache ich demnächst dann mal wieder ein Parkbauprojekt. Ich hätte da schon Lust zu. Gerade mit dem neuen Spino. Und noch eine Neuerung von dem Spino ist, dass der schwimmen kann. Das heißt, ich werde jetzt hier mal schön tiefes Wasser erzeugen. Und dann packen wir den da gleich mal rein. Ich müsste mir jetzt eigentlich so einen schnappen können direkt. Genau, und dann schwimmt er direkt los. Das ist ja cool. Ja, sehr gut. Und dann kann man ihn direkt beobachten beim Schwimmen. Aber er geht natürlich wieder raus. Perfekt. Ich mache ihn einfach den Boden unterm Füßen weg. So nämlich. Hier wird geschwommen. Ihr müsst das zeigen. Andere Dinos dürften das übrigens auch können, das Schwimmen. Eine neue Funktion im Spiel. Können wir gleich gerne mal testen. Ich kann gleich mal was anderes da rein platzieren. Mich würde das ja zum Beispiel mal sehr bei einem Sauropoden interessieren. Ja, das Schwimmen sieht doch aber auch schon mal sehr gut aus. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist gar nicht tief genug. Ich glaube, der wird nicht schwimmen. Das hier ist nämlich das tiefste Wasser, was es gibt. Und der kann logischerweise dann immer atmen, weil er den Kopf ganz weit oben hat. Oh, guck mal, der hat sich auch gerade mal hingelegt. Guck mal, jetzt der Dilo. Der Pachyrhino und hier das Urzeit-Nashorn. Die können jetzt auch alle schwimmen. Sieht bei denen natürlich nicht ganz so galant aus wie bei dem Spino. Aber untergehen tun sie auch nicht. Sie halten sich tapfer über Wasser. Ja, gefällt mir gut, dass sie das können. Jetzt kommen wir natürlich aber auch noch zu den anderen drei Spezies, die neu sind, neben dem Spinosaurus. Da haben wir einmal den Urano. Da gibt es auch wieder verschiedene Skins. Ah, der hier unterscheidet sich auch leicht wieder. Der hier auch. Ich werde da mal wieder ein paar machen, einfach, dass wir uns die angucken können. Und dann lassen wir die auch mal hier ins Gehege einfach frei. Da wird hoffentlich nichts passieren. Also das jetzt hier der neue Urano. Ich glaube, der ist ganz schön schnell unterwegs. Boah, sieht doch fast so aus wie ein Spino, der hat auch so ein Segel. Und der kann auch schwimmen. Ich hoffe, der wird nicht gefressen. Ich habe keine Ahnung, ob die sich angreifen, ehrlich gesagt. Und als nächstes haben wir den neuen Mutaburasaurus. Auch ein Hadrosaurier. Da schalte ich auch mal das Ganze durch.
Ich würde auch hier mal ein paar erstellen einfach. Und dann gucken wir uns die gleich gemeinsam an. Ja, von der Größe ungefähr genauso hoch wie der Urano. Ein bisschen größer, würde ich sagen. Ist das ein Albino? Ich habe doch gerade nicht so einen weißen Skin ausgewählt, oder? Gibt es sowas? Also ich meine, ich hätte nicht so einen weißen Skin ausgewählt. Ich weiß aber auch nicht, wo man das sieht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich jetzt durch Zufall einen Albino bekommen habe. Also vom Rating her ist der aber nicht besser. Sogar schlechter. Sieht aus wie ein Albino, muss ich sagen. Keine Ahnung. Und der vierte neue Saurier ist der Carcharodontosaurus. Großer Fleischfresser. Sind aber nur verschiedene Skins. Wir sehen jetzt nicht optisch irgendwie anders aus. Ich meine nämlich, bei anderen Spezies hatten wir auch Unterschiede von der Optik teilweise. Oh, der ist wirklich groß. Der gefällt mir auch richtig gut. Sehr cooler Theropode. Aber der geht auch planschen. Nur ganz kurz. Oh, da schreit er gerade, glaube ich. Das habe ich jetzt verpasst. Oh, der klingt auch wieder sehr böse. Gefällt mir. Ja, das sind die vier neuen Spezies. Schreibt gerne mal euren Favoriten in die Kommentare. Meiner ist der Spinosaurus mit Abstand. Aber die anderen sind auch cool. Außerdem gibt es für diese platzierbaren Buchstaben auch noch neue Schriftarten. Das hier ist ja die Standardschriftart. Und wir können jetzt hier auch unten noch weitere auswählen. Das ist jetzt hier der Unterpunkt Basic. Da gibt es noch eine weitere. Die sieht so aus. Aber es gibt noch mehr. Denn man kann hier noch auswählen Modern. Da gibt es dann noch diese Textart. Die ist ein bisschen schmaler. Und dann gibt es noch als nächstes bei Modern diese hier. Die ist so ein bisschen eckiger, würde ich sagen. Und die nächste Schriftart wäre bei Tropical. Na, die ist so ein bisschen Jurassic Park-Style, ne? Und dann gibt es auch noch die Arid-Schriftarten. Ein bisschen mehr geschwungen. Und als letztes hier diese hier. So ein bisschen Western-Style. Ja, die kann ich hier mal eben entfernen. Dann ist es nicht so verwirrend. So, das sind jetzt insgesamt alle Schriftarten, die man benutzen kann. Ist auch schon mal sehr, sehr gut. Und ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten dazugekommen und ein paar Bugs wurden behoben. Aber das ist so im Groben und Ganzen das Update 9. Da schwimmt mein Albino, der Süße. Ja, schreibt mal gern in die Kommentare, was so euer Favorit von dem Update 9 ist. Also was ihr am liebsten mögt von den neuen Sachen. Meiner ist natürlich der Spinosaurus, habe ich jetzt schon öfter gesagt. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.